Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Tiedemann Wallendorp, der Großes vorhat. Er will nämlich nicht nur hier eine neue Stadt aufbauen, Stavanger, sondern, das ist sein eigentlicher Hintergedanke, er möchte Eldermann werden. Und das, dieses Projekt soll ihm den Weg dorthin ebnen. So sieht's aus. Wir befinden uns auch gerade in Stavanger. Bevor wir weitermachen mit dem Aufbau der Stadt und allen anderen Sachen, nochmal eine grundsätzliche Anmerkung. Zu Recht gab es einige Hinweise, Wünsche in der letzten Staffel, ja, dass die Piraten nerven. Das stimmt, die Piraten nerven. Die Sache ist die, um die Piraten ernsthaft zu bekämpfen, ist es leider nicht mit ein, zwei Seegefechten oder so getan, sondern da muss man einen weitaus größeren Aufwand betreiben. Da gibt es hier irgendwie auf der Karte, keine Ahnung, 4, 5 Piratennester. Da müsste man Schiffe vorstationieren. Das wiederum widerspricht unserer Hausregel. Hinzu kommt, dass die Kämpfe an sich, ja, wie soll ich sagen, also bei den ersten 2, 3 Malen ist es noch lustig. Beim 4., 5. Mal ist es dann eigentlich immer nur dasselbe und zieht sich auch, gerade besonders mit meinen Kompetenzen. Das belastet wiederum das Let's Play, wenn da irgendwie folgenlang nur irgendwelche Seekämpfe zu sehen ist und so weiter. Ich finde es auch selbst, ja, wie soll ich sagen, vom Spielmodus, dieser Wechsel von dieser Wirtschafts- und Handelssimulation zu diesen Echtzeitteilen auch nicht so unglaublich gelungen. Wie auch immer, also unterm Strich muss ich sagen, angesichts der Tatsache, dass wir das trotz Piraten hier ganz gut bewältigen können, werde ich die Strategie, die wir bisher fahren, fortsetzen, nämlich auf relativ kleine, schnelle Schiffe zu setzen und ja, zu hoffen, das hat ja auch zu 90-95% geklappt, dass wir den Piraten entkommen können. Das ist einfach jetzt, ja, diesen ganzen Umständen geschuldet. Ist nicht optimal, aber alles andere kann ich mir in dieser Phase des Let's Plays auch nicht mehr so richtig vorstellen. Okay, gut, kommen wir zu den Details. Was ich mal wieder zwischendurch getan habe, ich habe nochmal die Handelsrouten ein bisschen überprüft, 4 davon nochmal neu aktualisiert. Eine gravierende Sache gab es nämlich hier in Riga, wird übrigens gerade belagert, da hat mir eine neue Route aufgesetzt und da hatte ich irgendwie vergessen, bei der Route selbst Riga, ja, Waren aus- oder einzuladen ins Konto. Das habe ich jetzt nachgeholt, das wird dann hoffentlich erledigt werden. So, wir können uns aber jetzt um Stavanger kümmern und alles, was damit zusammenhängt. Wir müssen hier ein bisschen aufbauen. Wir haben schon das Konto in Auftrag gegeben, Wohngebäude in Auftrag gegeben. Wir haben hier einen großen Konvoi gebildet. Aber was ich jetzt vorhabe, ich werde jetzt hier eine automatische Route etablieren zwischen Stavanger und Lübeck und mir ein Schiff wieder da rausziehen, das wir als eigenes Schiff nehmen, mit dem wir rumfahren. Das ermöglicht uns dann zukünftig eine deutlich größere Freiheit, weil wir einfach hier mit dem Konvoi dann die Baumaterialien hinbringen können und dann ab und an mit unserem eigenen Schiff hier vorbei schiffern können und die Baumaßnahmen in Auftrag geben können und dann ansonsten uns auch wieder mal um Ratssitzungen oder Hanse-Tage und so weiter kümmern können. Das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Und unsere anderen Kontore. Also das ist der Plan. So, wir werden dementsprechend, warte mal, wir werden erstmal hier ausladen. Konvoi, Kontor, erstmal alles hier rein. Kontor ist zwar noch nicht fertig gebaut, aber irgendwie scheint das trotzdem zu gehen. Ich habe überlegt, ich war ja ein bisschen skeptisch, was jetzt hier Baubetriebe betrifft, aber ich glaube, es ist durchaus praktisch, wenn wir hier schon mal ein Sägewerke bauen, weil das Holz können wir bestimmt hier gut gebrauchen und da brauchen wir es nicht antransportieren. Können wir allerdings gerade nicht. Wir haben keine Ziegel. Das muss jetzt alles organisiert werden. Und warum nicht auch hier Imker bauen? Weil dann braucht der Konvoi nicht leer zurückfahren. Auch das ist vielleicht ganz praktisch. Also, ziehen wir uns jetzt erstmal ein Schiff raus. Und zwar, ich würde mal sagen, den Jagdfalken. Oder das, ja, ziehen wir uns den Jagdfalken raus. Ja. Das wollen wir entlassen. So, den haben wir extra. Das heißt, jetzt können wir uns hier eine Route basteln. Die Frage ist, warte mal, wir haben 1300, ein bisschen weniger, durch die Bewaffnung und so weiter. Also 1250 haben wir. Die Frage ist jetzt, was brauchen wir, wie teilen wir das auf am besten? Also, wir müssen erstmal in Lübeck
einladen. Und jetzt kommt es drauf an. Was wir als erstes brauchen, sind Eisenwaren. Und zwar, da will ich aber jetzt nicht... Ich weiß nicht, was jetzt angemessen ist. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit 50 Fass pro Tour an. Wir wollen da jetzt nicht auch alles wegnehmen. Oder vielleicht fangen wir mit 70 an. Mal gucken, ob das geht. So, dann brauchen wir Holz und wir brauchen Ziegel. Ziegel fast noch mehr als Holz. Ich würde mal sagen, wir nehmen dann... Wir machen es so. Wir holen uns... Wenn ich jetzt 50 nehme, dann haben wir 500 Platz weg. Dann versuchen wir das mal. 50 Holz. Und beim Rest machen wir einfach Maximum. Alles, was noch reinpasst. Bei den Ziegeln. Das könnte ganz gut laufen. Okay. Gut. So sieht's aus. Dann wollen wir nach Stavanger. Und wollen das Ganze komplett ausladen. Und zwar Maximum. Ja, und bisher nehmen wir jetzt noch nichts mit. Das brauchen wir nicht. Und dann wählen wir nochmal Lübeck. Und machen... Ja, genau. Und machen gar nichts eigentlich. Wir haben ja nichts dann auf der Rückfahrt noch nicht dabei. Aber ich kann es ja sicherheitshalber schon mal einstellen. Maximal ausladen. Okay, und dann kann das Ganze aktiv gehen. Ich hoffe... Da ist jetzt kein Fehlerchen drin. Gut. So, erstmal so weit dazu. Wir werden selbst mit dem Jagdfalken auch zurückfahren nach Lübeck, um erstmal dort ein paar Sachen zu organisieren und nach dem Rechten zu schauen. Also, mal gucken, wer als Erster da ist. Vermutlich wir, weil in dem anderen Konvoi fährt da noch eine Holk mit. Wir können aber vorher nochmal nach Aalborg vorbeigucken, denn ich habe mir überlegt... Genau, das ist jetzt der nächste Schritt. Eisenwaren ist, glaube ich, das, was knapp ist bei uns. Ziegel sollten wir ausreichend haben. Holz dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Zumindest in Aalborg ist sehr, sehr viel. In Stavanger wollen wir ja auch noch produzieren. Aber Eisenwaren, das ist knapp, weil das verkaufen wir relativ großzügig überall. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr produzieren. Dafür brauchen wir mehr Eisenerz. Deswegen werde ich nach Aalborg fahren. Und wir werden dort mehr Eisenerz bauen. Und wir können sowieso mal nach dem Rechten dort schauen. Okay, angekommen in Aalborg. So, was ist hier los? Mal sehen, wann hier die nächste Belagerung kommt. Oh, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ah, Salz. Das habe ich aber schon verändert. Ich hoffe mal, der Konvoi kommt bald. Der muss jetzt wieder umkehren. Immer wenn man die neu einlädt, dann... Wo haben wir ihn? Wie, hat er eben kein Salz gebracht? Oder ist er jetzt gerade auf dem Weg? 30 Salz. Und fährt nach Lübeck. Ach so, weil ich die neu eingeladen habe. Das ist immer der große Nachteil, wenn man jetzt die Routen ändert. Genau. Dann muss man nämlich hier die Handelsrouten laden und wieder aktiv schalten. Und dann setzt er sich zurück und fährt dann erstmal wieder zurück nach Lübeck. Das ist nämlich total blöde. Ich habe hier nämlich Salz auf 40 gehoben. Also, das ist nur jetzt vorübergehend, dass hier kein Salz ist. Das wird demnächst besser werden. Okay, was wollte ich hier? Ja, genau, ich wollte hier mehr Eisenerz gerne produzieren. Wir produzieren jetzt 14,4. Ich glaube, wie viel haben wir? 4 davon. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir zwei weitere hätten. Eisenschmelze. So, inzwischen ist ja hier auch wieder ein Turm, dann ist es eigentlich egal. Wobei, je weiter ich weg bin, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass das nicht geplündert wird beim Angriff. Deswegen packen wir uns vielleicht mal sogar hier hin. Okay, zwei weitere Eisenschmelzen. Können wir nicht bauen? Was ist hier los? Ach so, ich stand irgendwie falsch. Eben war doch was, ne? Hier. Dann packen wir es hier hin. Gut, das ist in Auftrag gegeben. Wir gucken trotzdem aber immer noch mal wieder nach einem neuen Kapitän. Nicht vorhanden. Dann auf nach Lübeck. Und dann mal schauen. So, Schiffshammel. Ist denn unser neuer Konto jetzt? Unser neuer Konvoi hier schon am Start? Unser Stavanger Konvoi? Ja, der ist, glaube ich, auch in Lübeck. Ja, das ist er.
Sehr cool. Er hat voll geladen, das gucken wir uns direkt mal an. 18 Eisenwaren konnte er nur mitnehmen. Das ist allerdings ein Mangel. Das ist ein Mangel. Ihr seht, das ist ein Thema, was wir angehen müssen. Wir haben... Wie sieht es denn überhaupt aus in der Stadt? Stadtkontor. Wir haben 75 Eisenwaren auf Lager. Vermutlich habe ich da irgendwie eine Grenze eingebaut. Ansonsten... Boah, Tuch ist so ausreichend vorhanden. Unglaublich. Naja. Gut, bei den Eisenwaren... Warte mal, da schauen wir mal kurz im Kontor nach. Kontorhandel, da habe ich hier 75. Wir werden mal ein bisschen runtergehen, der Mindestbestand hier in der Stadt. Wobei, wir müssen ja auch bauen, das müssen wir auch bedenken. Und Schiffe und sowas alles. Machen wir mal 50 beim nächsten Mal. Gut. Ansonsten gucken wir jetzt mal nach dem Rechten. Kurz mal hier noch bleiben. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ne, wo sah ich nochmal immer? Lager hier. Sicherheit niedrig, das ist schlecht. Da müssen wir noch ein Lagerraum, ein einstellen. Lagerraum sieht ganz gut aus. Mehr gibt es hier erstmal nicht. Dann werden wir baden. Ja, wurde offenbar Zeit. Und wir werden beten. Und dann gucken wir mal, ob die Kirche schon mal wieder ausgebaut werden kann. Langsam wird es doch Zeit. Also Ausbau. Ja, tatsächlich. Wir haben schon den größten Teil der benötigten Spende zusammen. Ja, okay, dann hauen wir mal ordentlich was rein. 50.000 vielleicht. Mal gucken, ob das genügt. Danke. Die Bürger sind begeistert. Alles klar, das war der entscheidende Anteil. Jetzt kann der Bau losgehen. Oh, da bin ich ja mal gespannt, wie das denn aussehen wird. Ich meine, ich finde sie schon recht groß. Da bin ich echt gespannt. So, wie sieht es aus hier mit dem Wohnraum in Lübeck? 89 und 93. Auch da könnte man eigentlich was bauen. Aber wir wollten zuerst... Genau, wir wollten jetzt nämlich zuerst hier neue Werkstätten bauen. Das kostet uns auch Eisenwaren. Aber das ziehen wir mal durch. Platz ist Gott sei Dank genug. Ich würde dann auch sagen, ich hoffe, das ist nicht zu viel, wenn wir auch zwei bauen, aber wir machen das mal einfach. Na, hier im Innenbereich ist auch doof. So, haben wir nochmal zwei Werkstätten raus. Und jetzt scheint es mir so, als sollten wir vielleicht hier auch nochmal Giebelhäuser bauen. Wo hatten wir die immer hingestellt? Das ist, glaube ich, egal, ne? Und einen weiteren Wohnraum war nämlich knapp. So, jetzt haben wir echt kein Eisenwaren mehr durch diese Bauaktion. Aber wir wollen Lübeck natürlich bei aller Euphorie auch nicht vergessen. So. Gut. Und die Werkstätten? Die haben kein Holz mehr. Eieieiei, was ist hier los, ey? Was ist hier los? Wir werden mal kurzfristig mal manuell hier einfach von der Stadt ein bisschen Holz kaufen. Damit hier wenigstens weitergearbeitet werden kann. Das kann ja nicht sein. Das kommt alles, weil dieser blöde Konvoi jetzt einfach hier einmal zurückfährt. Der Aalborg-Konvoi, wo haben wir ihn? Ist das der? Windhorst. Genau, der ist auf dem Weg nach Aalborg und von dort müsste er dann eigentlich Holz mitbringen ohne Ende. Holz wird Maximum eingeladen und da ist relativ viel vorhanden. Also, dann sollte das auch schon wieder gegessen sein. Aber haben wir nicht irgendwie zumindest einen automatischen Kauf hier, Kontohandel von Holz? Ja, aber das scheint nicht zu genügen. Der Preis war wohl schon teurer. Na gut, das haben wir jetzt erstmal erledigt. Gucken wir kurz uns hier um. Hier ist nichts weiter los. Ich könnte ja jetzt wirklich mal einen dritten Anlauf machen, wegen dieser Stadtmauer. Und diesmal verspreche ich euch, bin ich auch bei der Ratssitzung mit anwesend. So, Stadtinfo, Antrag stellen, versuchen wir es nochmal. Miliz vergrößern, das wollten wir eigentlich.
Vielleicht geht's auch einfach nicht. Vielleicht sind die Konditionen einfach noch nicht so. Ich glaube, es hängt auch mit der Einwohnerzahl zusammen. Bestätigen wir das nochmal. Mal gucken. 3. Januar. Das sind 20. Okay. Versuchen wir das mal irgendwie hinzukriegen. Dann ist die Überlegung, wo fahren wir jetzt mal hin, um nach dem Rechten zu schauen und wieder rechtzeitig da zu sein. Wir könnten mal zu unseren Kontoren hier in Danzig und Riga fahren. Das wäre eine Möglichkeit. Und da mal zu schauen. Ja, ich glaube, das ist in der Zeit gut machbar. So. Okay. Hochseeunkel wird angegriffen. Und wir sind noch nicht angekommen. Gibt es Neuigkeiten? Ja, von der Seeschlacht. Wir konnten wie immer fliehen. So, 23. Dezember. Das ist doch gut. Wir sind im schönen Danzig. Gut. Was haben wir hier liegen? Nur zur Erinnerung, was machen wir eigentlich in Danzig? Gucke ich kurz mal ins Konto. Wir produzieren Getreide und Hanf und Bier. Ja, verbrauchen allerdings auch ein bisschen Getreide. Das ist der Job des Ganzen. Und Holz brauchen wir auch. Okay, wartet mal, Schiffkonto. Also Bier wird hier hergestellt, das ist alles gut. Getreide auch. Tuch ist ein bisschen viel da. Das habe ich aber, glaube ich, schon verändert bei der Tour, dass hier weniger Tuch transportiert wird. Das habe ich wahrscheinlich hier ein bisschen überschätzt. Also hier scheint mir alles in Ordnung zu sein. Hier brauchen wir uns keine großen Sorgen zu machen. Ja. Gut. Wie sieht's aus? Können wir hier noch Häuser bauen? Wie sieht's aus? Oh, schaut mal. Giebelhäuser 93%. Ich denke, da können wir durchaus nochmal nachlegen. Wir haben hier ein bisschen was vor Ort. Eisenwaren müssten wir kaufen. Das machen wir aber einfach. Der Platz wird hier auch knapp, wie es aussieht. Zack. Okay. 23. Wir fahren direkt nochmal weiter nach Riga. Riga wird belagert, wie es aussieht. Das könnte für uns ein Problem werden. Möglicherweise müssen wir da direkt sogar nachbauen, weil eine Produktionsstätte betroffen ist. So, 25. Dezember. Wir sind in Riga. Oder sind wir noch gar nicht da? Nee. Irgendwie wurde vorher abgebrochen, warum auch immer. Jetzt sind wir da. Gut, und wir sehen. Ich glaube, hier ist was kaputt gegangen. Ich glaube, wir hatten... Ja, keine Salzsiede. Wir hatten hier irgendwie eine Jagdhütte stehen. Ärgerlich. Macht es schon Sinn, die jetzt zu produzieren? Ich weiß nicht. Ja, natürlich, wo wir jetzt gerade da sind. Machen wir das mal gleich. Jagdhütte. Ja, wir haben alles soweit auf Lager. Eisenwaren müssen wir... Ach nee. Ach, schaut mal. Können wir im Stadtinneren bauen, die Jagdhütte. Das ist ja praktisch. Das sollten wir auch gleich tun. Ich glaube, die wird jetzt nicht geplündert, nur weil sie in der Stadtmitte steht. Mehr ist hier nicht machbar, oder? Können wir noch eine bauen? Ich meine, Felle können wir eigentlich nie genug haben. Na, außen geht es wahrscheinlich während der Belagerung nicht. Na gut, dann ist es eben so. Wir gucken kurz ins Lager. Hanf ist hier gut vorhanden. Salz, das wir hier produzieren. Felle entsprechend, weil wir sie einkaufen. Naja, okay. Das wird jetzt aber durch unseren Konvoi schon gemanagt. Dann ist hier nichts weiter zu tun und wir können... Ah, wir gucken uns mal kurz an, was jetzt hier noch nach Riga ankommt. Felle, Getreide, Gewürze, Honig, Keramik, Tuch, ganz viel. Boah, so viel Tuch haben wir. Kaufen wir das auf irgendwo? Mit Torn und Wispy? Möglicherweise. Ne, hier versuchen wir es zu verkaufen in Torn. Und in Wispy kaufen wir das auf. Ich glaube, das ist an dieser Stelle absolut absurd. Das werden wir ändern. Das brauchen wir nicht mehr. Früher war das nötig, aber jetzt ist das nicht mehr so.
Und jetzt lädst du Maximum Tuch aus. Das ist auch blöd. Das ändern wir auch nochmal. Mach mal 30. Mehr brauchen wir hier nicht. Okay. So, was hattest du hier nochmal jetzt an Bord? Tuch, der Rest ist, glaube ich, in Ordnung. Getreide. Bringen wir denn da eigentlich Getreide auch hin in Thorn? Getreide verkaufen wir für 125, versuchen wir es zumindest. Ja. Und in Visby auch. Braucht Riga eigentlich das Getreide? Was produzieren die eigentlich selbst? Okay, Riga könnte Getreide gebrauchen. Hat aber selbst relativ viel. Naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, was da an Getreide kommt. Das werden wir auch nochmal justieren. Nachjustieren. Das ist etwas, was man sehr viel machen muss in diesem Spiel. So, Getreidemaximum ist Quatsch. Da werden wir mal 10 ausladen und die dann vernünftig versuchen zu verkaufen. Okay, Leute, 26. Dezember. Wir machen erstmal eine Pause. Dann geht's zurück nach Lübeck und dann nehmen wir endlich mal an einer Stadtratssitzung wieder teil und versuchen die Ratsherren durch unsere persönliche Anwesenheit zu überzeugen, dass es nötig ist, unsere Miliz aufzustocken, damit nicht sowas passiert wie derzeit in Riga. Also bis dann, macht's gut, euer Steinbein.